Willkommen zum neuen Video von mir. Heute ein weiteres kleines Unboxing von dem Kids Club Sortiment von Nico aus dem Aldi. Ja, also was steht drauf? Mehr als 125 Effekte, wobei davon wahrscheinlich wieder, also nicht wahrscheinlich, sondern mit ganz großer Sicherheit, weil es auch drauf steht, 50 Knallerbsen und 40 Wunderkerzen sind mindestens dabei. Also die Knallteufel hier und die Wunderkerzen. Wobei Space Bombs und Flashballs könnten auch Wunderkerzen sein, das weiß ich aber noch nicht genau. Ja, ich würde sagen, ich öffne das Set einfach mal. Ach nee, warte. Bevor wir hier weitermachen, erstmal NEM. Also das Gesamt-NEM sind 86 Gramm vom ganzen Set. Klasse 1, ist ja klar. Und ja, dann mache ich das Set jetzt eben auf. Ich habe mir das Ganze zweimal gekauft, also das Set packe ich erstmal kurz weg. Kommen wir zu dem Set hier, was ich auch gemacht habe. Wie gesagt, hier 40 Wunderkerzen, da spare ich mir jetzt mal die aufzumachen, weil das ja eigentlich uninteressant ist. Dann 50 Knallteufel, also Knallerbsen, die mache ich jetzt auch mal nicht auf, weil die ja auch jeder kennt. Ich glaube, ich kippe dann einfach mal auf. Also dann machen wir weiter mit den Nico-Irrlichtern. Ich hole eben kurz ein Feuerzeug. Ja, die Irrlichter, ich mache eben die Packung auf. Das ist mit einer Hand schwierig. So, von diesen Irrlichtern sind 4 Stück enthalten, jeweils 2 blaue und 2 gelbe. Also für mich neu, was ich jetzt noch nicht kannte, ist, dass Nico Papier dabei Zündschnur einarbeitet. Das kannte ich vorher so nicht. Ja, ansonsten eigentlich ganz normal. Ist halt die neue Charge. Ich schätze mal, die Brenndauer wird im Gegensatz zu der alten wieder schlechter geworden sein. Aber ja, wir werden uns überraschen lassen, weil ich das Set auch bald testen werde, also draußen. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, das waren die Irrlichter. Dann die Feuerspucker. Das ist sowas in der Art wie Flitze Feuerstein. Nur halt eben, dass das jetzt von Nico ist. Packung ist offen. Da sind auch 4 Stück drin. Ja, so sehen die aus. Sind relativ hart, aber das ist nur der untere Deckel, der so hart ist. Ja, Farbe kannte ich so in der Art noch nicht. Hier auch wieder das mit dem lilanen Papier oben. Zündschnur ist, finde ich, relativ kurz. Aber ja, das. Und hier kommt auch schon ein bisschen Tonerde raus. Ah, Verarbeitung nicht ganz so toll. Aber das hätte ich mir fast schon so gedacht. Dann die Flashballs. Ich weiß gar nicht genau, was das sind. So, Flashballs sind anscheinend auch Feuerballs. 6 Stück in der Packung. Mal sind die Bälle komplett grün, mal dunkel, also mal komplett grün, aber mal sind die komplett hellgrün und mal gemischt, also geteilt hellgrün und dunkelgrün. Oh ja, sehr geil, noch mit Kügelchen. Also da erwarte ich noch einiges. Ich denke mal, die sind ungefähr vergleichbar von der Lautstärke her mit den Powerballs von Keller. Nur, was mich immer aufregt, sind diese Kügelchen, die ständig rausfallen, wenn man die öffnet. Also am besten geschlossen lassen und direkt so wegzünden. Naja, ich mach mal weiter mit dem nächsten Artikel. Der nächste Artikel sind die Fireballs. Also ich habe gehört, das sollen... Ja, nee, das ist ja... Ich bin jetzt mal jetzt Basebombs in Gedanken. Also das sind ganz normal die Powerballs halt. Ich glaube, die haben auch noch die Kügelchen. Machen direkt einen Abflug. Ja, das sind sie. So sehen sie aus. Sehr schön, auch noch mit Kügelchen. Also, naja, ein bisschen Dreck kommt raus, aber es ist ja normal. Aber ansonsten, Fireballs erwarte ich auch noch einiges von, weil es sind ja noch die etwas älteren. Und ja, dann machen wir mit dem nächsten Artikel weiter. Der nächste Artikel aus dem Set sind die Space Bombs. So, jetzt aber, das sollen, habe ich gehört, Knallerbsen sein.
Ob das stimmt, werden wir jetzt gleich rausfinden. Ja, es sind wirklich Knallerbsen. Aber die Knallerbsen sind relativ groß. Also wenn man davon sprechen kann, erwarte ich von denen auch noch ein bisschen mehr als von normalen Knallerbsen. Ja, ansonsten nichts Besonderes und nicht der Rede wert. Also machen wir jetzt weiter mit dem letzten Artikel aus dem Set, die Blitzcracker. Was das ist, ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal sowas wie Knatterblitze. Aber das werden wir jetzt auch rausfinden. So, kein Moment. Ja, Blitzcracker sind im Prinzip Knatterblitze. Hier sehr schön, nicht mit diesen unnützen Holzspänen eingepackt, sondern nur in Tüte und die Dinger. So finde ich es auch eigentlich am besten. Oh, weder dreckig noch sonst irgendwas. Eigentlich komplett rundum sorglos Paket, wenn man so will. Ja, ansonsten dieses ganze Set. Also ich finde es für den Preis, also 2,99, kann man da echt nichts zu sagen. Ich würde es auch jederzeit nochmal kaufen. Wenn ihr das seht, holt es euch, könnt ihr nichts mit verkehrt machen. Trotzdem 60 Knallerbsen und 40 Wunderkerzen. Aber die restlichen Artikel sind eigentlich relativ überzeugend. Und ja, also ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Wobei, wenn die Qualität schlecht ist, dann würde ich es mir nicht holen. Wobei, das sind ja die ganzen alten, älteren Sachen auch noch. Also mit den Kügelchen meine ich jetzt. Naja, ich werde es testen und dann werde ich noch mehr dazu sagen. Aber eigentlich, bis jetzt, bin ich davon recht überzeugt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.